Servus, hier ist Markus von Mobile Nerd Games. Heute live mit Jörg, beide mit Kamera. So, Jörg, sag mal Hallo. Hallo, liebe Zuschauer. So, was soll ich sonst noch sagen? Weiß nicht. Geh mal auf Spielen. Das fängt ja schon wieder klasse an. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch gar nicht in die Kommentare geguckt. Ich weiß, da hat ein Jörg bei mir so in die Kommentare geschrieben. Ehrlich, der Jörg, der muss ja ganz cool sein. Ja, der Jörg heißt er, ja. Der ist, der, oder Talk. Echt? Ja, ja. Ja, aber du bist jetzt schon da, da heißt das alles easy. Genau. Was muss ich drücken? Spielen oder Social? Einfach nur spielen. Spielen und dann weiter, ne? Genau, weiter. Und dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Oh yeah. Hallo. Ist lustig, ne? Ja, ich finde es voll cool, dich so live zu sehen. Ist angenehmer, als nur das Bild von dir zu sehen, was du ansonsten immer hast. Ja, ich bin immer ziemlich... Du bist schüchtern, ne? Weißt ja. Ja, aber dich sieht doch keiner. Stell dir einfach vor, dich sieht keiner. Ich hoffe, wir teilen diesen Wunsch. Ja, da ist er. Ja. Markus. Gehst du wieder vor? Ja, wir müssen erstmal gucken, was für eine Quest wir dann jetzt machen, was wir da haben. Ach so, von Grund auf ist die einzige Quest, die wir haben, genau. Sprich mit Lilith, steht da. Dann sprechen wir mal mit Lilith. Ach, die ist hier drinnen irgendwo, ne, hinter uns. Ach genau, ja. Wir sind ja hier angekommen und ich glaube, da gehen wir hier hoch am einfachsten. Habe ich im Inventar? Muss ich irgendwas verkaufen noch? Nee, alles gut. Oh, ich habe ein... Ich bin gut, aber noch nicht gut genug. Kann ich irgendwie mit dir traden? Ja, mit E. Nimm mal an. Weiß nicht, ob du das schon hast, dann. So, okay. Was muss ich jetzt machen? Also, ich habe Handel abgebrochen, okay. Okay, ich spreche auch nochmal an. Also dann, oder handel du mich an mal. Okay. Handel ja. Annehmen mit Tab. Genau. Genau. Genau, und das wollte ich machen und dann wollte ich... Aber ich sehe nichts. Ich sehe nur, dass du ein Hologramm geöffnet hast. Ich sehe nicht, was man handelt. Ach, das kann ich nicht handeln, oder was? Egal. Wir müssen mal weitermachen. Ja, ich habe halt so einen Skin, den ich... ja. Egal. Jo. Da geht's. Dann quatsch mal mit ihr. Kinder der Kammer. Ach, mit der hier? Ich kann's nicht glauben, dass die Banditen sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen. Du bist also da draußen und rettest das Universum. Die Karte war weg. Aber ich habe einen Banditen als Souvenir. Mission abgeschlossen. Karte? Grund auf. Cool, wenn du den Alien-Schrott meinst, bringt ihn mein Clan gerade den Kalypso-Zwillingen als Opfer. Ich höre im Hintergrund sein. Sie sind auf dem Weg zur heutigen Rundfunkstation. Dort halten die Kalypsos ihre Mordpredigt, um ihre Anhänger anzustacheln. Kann normal nicht sein. Die Kalypsos dürfen die Karte nicht in die Finger bekommen. Aber die heilige Rundfunkstation ist ziemlich weit weg. Hörst du mit Boxen oder mit Kopfhörern? Ich höre mit meine Freundin Ellie. Dann hörst du dich selbst. Stell dich ihr vor und sie hilft dir. Weil ich habe Kopfhörer an, da kann kein Sound von mir kommen. Das ist wenn Echo von dir an deinem Mikro. Wir machen jetzt einfach so weiter. Ja genau, machen wir einfach mal. Gut, wo gehen wir hin? Weiß nicht, ich springe hier einfach mal runter. Ja, dann springen wir einfach mal runter. Wir müssen irgendwie auf der Karte nach rechts. Ah, das ist gar nicht so weit, okay. Und das ist aber auch noch eine Quest links gewesen. Da steht jetzt, begib dich zu Ellie. Genau. Aber hier, siehst du das Ausrufenzeichen? Das bedeutet, da ist auch noch eine Quest, die nehmen wir noch mit. Okay. Der Claptrapple irgendwas. Claptrapple, mein Freund. Bitte. Auch nochmal mit ihm sprechen. Annehmen oder ablehnen? Ja, ja, annehmen. Okay. Neue Mission entdeckt. Schlechter Empfang. Mission verfolgt. Ich komme. Sieh das als Chance, Kumpel. Ich kann dir helfen, deinen Look aufzupeppen. Ja, ich werde größer und krasser sein als je zuvor. Aber das ist eine wichtige modische Entscheidung. Ich brauche Ausdauer beim
Von wo schießen die denn? Ich sehe es gar nicht. Ich war wieder total lost. Nicht schlimm. Gibt Schlimmeres. Hallo, liebe Zuschauer auf YouTube. Oh, ganz ruhig. Lass doch einen Daumen da. Ich weiß, was du damit sagen willst. Es ist meine Schuld, dass die Karte jetzt in den Händen von Kultpsychopathen ist und nun ist die gesamte Galaxis in Gefahr. Ganz genau, das wollte ich sagen. Ich weiß ja nicht, was du da gerade machst. Okay, verstanden. Ich schaue mir die Story an. Wohl nur eins. Entschuldigungsliegestütze. Du musst nicht. War nicht so gemeint. Nochmal von vorn. Was genau wolltest du meiner Freundin Lil antun? Tyrene wird Suppe aus dem Schädel der Ketzerin trinken. Ups, ich bin abgerutscht. Oh, hi, hab dich gar nicht bemerkt. Ellie. Desert Rose. Ein ikonischer Charakter. Geh mal hin, quatsch mit ihr. Ich loot mal, ob ich irgendwas finde, was brauchbar ist. Nö, da ist nix. Die Ellie ist hier vorne. Wie gesagt, immer oben rechts auf die Karte gucken, wo das Karo ist und da musst du hin. Ja, alles klärchen. Dann rede ich mal mit dir. Hab gehört, dass ihr hier in der Gegend seid. Schön, dass Lilith neue Leute hat. Ich bin Ellie. Hey, warum glotzt du mich so an? Das mit dem Raketenwerfer hast du voll drauf. Ich liebe solche Frauen. Wie charmant! Lilith meinte, du brauchst eine Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Macht's dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Und danke für den Besuch. Meine Webcam ist ein bisschen laggy. Okay. Könnte ich eigentlich in OBS Ninja einstellen, aber ich lasse es einfach. So wie es ist. Wie heißt es schon? Never change a running system, ne? Genau, wenn es läuft, dann läuft's. Wenn es halt ein bisschen ruckelt, dann ist das halt so. Kann man nicht. So. Ellie's Hauptplatz. Ich bin schon wieder da. Bist du wieder da? Da ist noch ein Kleiner, der mich da hier so... Das war mal ein Kleiner. Ja. Wo ist eigentlich mein Roboter? Ist der nicht da? Der steht hier. Das ist direkt da, wo ich stehe. Ach so, ich habe ihn irgendwie nicht gesehen. Wenn du was zum Fahren brauchst, musst du dir ein Fahrzeug stehlen. Na klar, dann stehlen wir uns mal ein Fahrzeug. Nice, wir sind in Schritte! Bewegen mein Ziel. Kein Fahren. Nicht viel bei mir. Ich wollte momentan viele Videos machen. Hast du gesehen, ich habe auch wieder ein Dota-Video hochgeladen. Ein jämmerliches Ende für eine schwache Kreatur. Na? Oh, Level up, nice. Ja, du? Ja.
dahin. Was habe ich denn Punkte gesetzt hier, ne? Ja, maximal Gesundheit erhöhen, Gesundheit regenerieren. Das hört doch gut an. Ich kann noch nichts machen. Du wahrscheinlich auch dann gleich Level ab. Der Balken ist fast ganz rechts. Ja. Wird's bei dir auch gleich sein. Das heißt, ich habe nur mehr Schaden gemacht oder so. Ja. Also ich weiß, hier muss irgendwo ein Wagen rumstehen. Aber du musst aufpassen, dass die sich nicht überfahren, ne? Ich glaube, du kannst sie irgendwie auch aus dem Auto schießen oder sowas. Das ist auch möglich. Munition hier gucken. Ich glaube, meine Munition ist fast leer. Autokartbahn ist ganz leicht. Such dir eine Karre aus und bitte den Fahrer ganz freundlich, sie zu verpissen. Gestern Nacht nach dem Kugelhagel habe ich sie wieder gesehen. Ich wollte nicht. Hab meine Augen zusammengekniffen, die Finger in die Augenhöhlen gepresst. Aber sie war da. In meinem Kopf. Hinter meinen Lidern. Hat nichts gesagt. Mich nicht gut. In deiner Nähe ist eine tote Claptrap-Einheit. Die sind überall. Ich bin der Letzte meiner Produktionsreihe. Plug ihre Teile, damit ich mir eine Freundin bauen kann. Ich nehme das. Oh, raus mit dir. Da auch einsteigen? Oh, so viel zum Thema einsteigen. Guck mal, da steht einer in der Mitte, nehmen wir den. Okay. Willst du fahren oder soll ich? Nicht du, du fährst. Wie steige ich ein? Einfach nur, indem du auf Einsteigen klickst. Ach, das geht nur, das ist nur ein Einsitzer, ne? Ja, ich glaube auch, ja. Gut, dann nimm du den und fahr schon mal zurück und ich hole mir hier jetzt einen anderen. Zurück zu Ellie. Fahr du mal vor. Oh, die Maus ist aber empfindlich. Oh ja. Das ist ein guter Jump. Du musst die in das gelbe Ding reinstellen. Oh, beim Fahren, die Maus ist extrem empfindlich. Gut, jetzt registriere die Karre beim Catch a Ride, um jederzeit eine neue deconstructen zu können, falls du meine Pandora-Panne hast und dein Untersatz explodiert. Ja, ich sehe es gerade, dass du angegriffen wirst. Gefällst du mir besser? Da will ich nicht reinlaufen, in die Säure. Okay, du hast rein. Zu spät. Was feindliches Arschloch für mich hier? Ja, stimmt! Du sagst es. Wie geht denn mein Roboter ab? So, und jetzt hast du schon mit dem Catch-a-Ride hier... Da musst du dran gehen. Da musst du dran gehen? Mhm. Benutzen? Ja. Genau. Den ich mal ausprobiert habe. Ganz den Armen, Schätzchen. Denk nur dran, ihn auszurüsten. Oder? Kannst du ruhig machen, damit du siehst, wie das funktioniert. Nee, ich drück mal.
Oh, es wird langsam dunkel. Ja. Irgendwo schießt hier irgendwelche. Sollen wir zur Rundfunkstation? Aber hier hinten ist auch noch eine Quest. Warte mal, die nehme ich auch noch mit. Ah, das sind Kopfgelder. Du musst jemanden finden und töten. Guck mal. Untersuchen? Ja. Und annehmen, genau. Hast du es jetzt auch? Gut. So nicht, Amigo. Reiß ihm den Arsch bis zum Hals auf oder bis zu den Ohren. Ist mir eigentlich egal, wie weit du gehst, solange das Ergebnis Oh, das ist ja klar. Ganz am Ende der Karte, okay. Andererseits reicht's vielleicht auch, ihm eine Kugel in den Arsch zu jagen. Als Kultstatus. Also was für eine Quest machen wir? Kultstatus? Dumpftruck oder schlechter Empfang? Schlechter Empfang geht halt über die ganze Karte. Dumpfdruck oder die Main Quest? Also Neben- oder Main Quest? Suchst du dir aus? Main Quest. Okay. Die geht auch über die Karte. Das heißt, willst du laufen oder willst du mit dem Auto fahren? Wir laufen lieber. Okay. Cool. Mein Roboter ballert schon, obwohl ich noch nicht sehe, auf was er ballert. Ruh dich jetzt aus. Deine Jagd ist vorbei. Okay. Also viele fahren halt mit dem Auto, weil man schneller unterwegs ist. Aber man übersieht da halt dann aber auch viele Sachen, finde ich. Mhm. Deswegen, ich laufe auch sau gern. Und man bekommt mehr Experience Points, soweit ich weiß. Ah, interessant. Mit dem Auto bekommst du nicht so viel, bist aber schneller unterwegs. Willst du jetzt mal ein Codewort eingeben? Ein Codewort? So mittendrin. So mittendrin, ja. Genau, ja, das wäre eine Idee, ne? Ja, du darfst das Codewort aussuchen, Jörg. Okay, das Codewort sind zwei diesmal, und zwar Talk Rocks. Talk Rocks? Ja, Talk Rocks. Also wenn, dann zusammen, Markus und Talk Rocken oder sowas. Okay. Was hältst du da davon? Das ist fairer. Ist fairer, du hast recht. Ja. Also das Codewort, wer im nächsten Video genannt werden will, muss in seinen Kommentar schreiben Talk und Markus rocken oder Mobile Nerd Games und Talk rocken. Wie ihr Bock habt, irgendwie sowas, dann wissen wir, ihr habt durchgeguckt. Und ja, dann werdet ihr im nächsten Stream bei mir genannt. Jörg, machst du das auch? Vielleicht, mal gucken, wie die Leute mitmachen dabei. Mal schauen. Gut. Also bei mir werdet ihr auf jeden Fall genannt. Das heißt, am Anfang vom Stream werdet ihr genannt. Wo laufe ich denn hin? Wir müssen doch hier rüber, glaube ich. Ne? Du bist der Boss. Wo müssen wir genau hin? Ach, herrje. Wir müssen ganz am Ende der Karte. Okay, da wäre ein Auto doch besser gewesen, aber gut. Aber so sehen wir ein bisschen was von der Karte. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe, aber ich laufe jetzt einfach mal. Wir werden schon irgendwo rauskommen. Oh Mann, du bist echt cool. Dankeschön. Macht Spaß mit dir hier Let's Plays aufzunehmen. Echt? Ja, mir mit dir auch, sonst würde ich es auch nicht machen. Ich meine, muss schon passen, weißt du? Ja. Wenn jemanden hast, der zu bei dem es nicht passt, dann geht das halt nicht, weißt du? Müssen wir hier durch? Da kommen wir nicht durch, glaube ich. Wenn die Tür hier nicht aufgeht, ist schlecht. Aber da haben wir ein Catch-a-Ride, das heißt, wir können mit dem Auto fahren. Nee, die geht noch nicht auf, okay. Das heißt, Auto rufen. Auto rufen. Ja. Vielleicht kriegen wir ja jetzt eins, wo du fährst und ich hinten drauf sitze. Nee, das ist ja noch nicht der Fall, glaube ich. Es sei denn, ich nehme das hier. Ich weiß nicht, ob ich das schon freigeschaltet habe.
Nee, es ist nur freigeschaltet, weil du nicht spawnen. Okay. Soll ich benutzen drücken? Ja, ja, einfach spawnen. Musst du Q drücken dafür. Guck mal, du kannst bei mir einsteigen. Ah, jetzt bin ich schon selber drin. Bei mir kannst du auch einsteigen. Wie geht das? Aussteigen? Mit E. E? Okay. Und jetzt kann ich bei dir rein? Ja, hinten. Und da kannst du, glaube ich, den Rocket Launcher benutzen. Also sieht zumindest für mich so aus. Da ist aber nichts mit einsteigen. Kommt keine Meldung. Okay, dann müssen wir doch einzeln fahren. Oh, shitty. Oder steig bei dir mal ein. Ich guck mal, ob ich bei dir was sehe. Ja. Na, dann fahr mal los. Oh mein. Du musst weiter hinten hochklicken. Also du musst da komplett, da, wenn du mit M-Taste machst du die Karte auf. Ja. Mit dem Rausrad rauszoomen. Ja. Und dann siehst du, wo das Karo ist und da müssen wir hin. Das heißt, du musst außen rumfahren, zurück und dann komplett so rum. Ich bin lost, können wir das nicht, dass du da fährst? Können wir machen. Dann steige mal aus. Mit E, ne? Ja. Genau. Ja, du musst hier hinten stehen und nach oben klicken. Ja, 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 jetzt. Oh, vielen, vielen Dank. So, und wenn du jetzt Maustaste klickst, kannst du auch ballern. Okay. Gibt's da Vollstoff? Ja. Also so weit wäre ich alleine nicht gekommen. Ach doch. Ich bin ein Noob im Autofahren. Yo, Kammerjäger. Die Straße da führt direkt zur Heiligen Rundfunkstation. Pass auf diese selbsternannten Zwillingsgötter auf. Man sagt, Tyrene Calypso sei der Star der Show. Ihr Bruder Troy macht die Propaganda für den Kult. Sie sind beide scheiße. Nur meine Meinung. Ja, der beste Fahrer bin ich auch, ne? Warum schießt du nicht zurück, wenn auf uns geschossen wird? Sie haben überdient von Pandora mit Versprechungen von Deathcross. Bin ich so schnell unterwegs? Ich weiß auch nicht, ob ich richtig bin. Ich war einfach. Mein Plan ist auch darauf eingefallen. Diese Idioten. Also ich bin den Kalypsos nie begegnet, aber sie müssen die schrecklichsten, blutdürstigsten Psychopathen sein, die Pandora je gesehen hat. Aussteigen? Nee, ballern. Alles ballern, was sich hier bewegt. Genau. Tot. 20 Pack. 18 mindestens. Mein Clan hat mich verraten, aber wenn die Kalypsos meinen Sonnenklopp und etwas antun, wird das jetzt so blutig. Ich muss uns gleich ein neues holen. Das wäre klasse. Ich war eigentlich mehr in eine gute altmodische Blutfede verwickelt. Das wäre toll. Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. So, und hier geht schon ins nächste Gebiet. Wenn ich Shooter zocke, bin ich ziemlich ruhig, muss ich sagen, weil ich mich drauf konzentrieren will, was ich wegballern muss. Ja, ja. Normal quatsche ich ja weitaus mehr. Ja, so, hier müssen wir rüber. Muss ich da draufklicken? Benutzen? Passt schon. Hast du schon. Genau. Wenn du dann nicht abbrechen klickst, tust du automatisch mit rüberspringen. Okay. Ja. Hallo Markus, siehst du mich? Auf jeden Fall. Geil, oder? Ja. Hey Jörg, da drüben bist du. Guck, da, ich sehe dich, da drüben. Ja, genau. Ja, da bin ich, genau. Okay. So, weiter ballern. Weiter ballern? Ach so, wenn du hier an die Teile kommst, die speichern. Das heißt, wenn du jetzt stirbst, wachst du hier wieder auf. Das heißt, du musst die Klippe des Aufstiegs benutzen? Nein, nein, einfach nur nahe gehen und dann speichert dich sozusagen. Wenn du jetzt stirbst, tauchst du halt hier wieder auf. Ich tue gerade mal noch meinen Kram verkaufen, was ich gesammelt habe und mitnutze. Ich reise dir früher oder später sowieso. Was alles dann aus dem möchte gern Maliban? Dann ist gefährlich da draußen. Was habe ich da gefunden? Na, ein Waffenskin. Okay, cool. Yo, Baby, yo. So, gucken wir mal, wie weit wir weg müssen. Ob wir uns nochmal ein Auto nehmen.
auch wieder am Ende der Karte. Also wir tun viele Quests jetzt überspringen, ne, weil wir die Hauptquest machen. Okay. Aber das macht ja nichts. Wir können ja immer noch mal zurückgehen in jeden Bereich. Steigst du ein? Ja, ich habe ein bisschen gechillt. Warte. Na? Ah, jetzt. Ja, und man kann hier halt wirklich jeden Meter erkunden, ne? Das ist halt das. Man findet ja auch versteckte Truhen und so ein Kram. Mhm. Oh, meine Maus, die ist zu viel zu empfindlich hier. Ich weiß nicht wieso. Okay. Muss schon mal gucken mit den Einstellungen später. Mhm. Ich bewege die nur jetzt kleine Millimeter, damit ich... ja. Echt so schlimm. Ja, ja, es ist mega. Jo, wir müssen, ja, wir müssen hier rein, hier kommen wir mit dem Auto durch. Ah so, ich weiß, wo wir sind, was für eine Quest das ist, okay. Bereich in der täglicher Livestream startet in Kürze mit einem besonderen Gast. Bringt jetzt eure Opfer da, damit ihr euren exklusiven Chat für Iridium-Mitglieder genießen und hinter die Kulissen von Mord und Totschlag blicken könnt. Jetzt kommt der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben. Begrüßt mit einem blutrünstigen Gebrüll unsere Gottkönigin, die Erstgeborene Tyreen Calypso. Was geht ab, Banditenweisen? Hier ist die Gottkönigin Tyreen live und direkt aus der HRS. Wir streamen, ihr flippt aus und wir alle bereiten uns vor, in die große Kammer zu kommen. Wir haben heute ein paar neue Mitglieder und ratet mal was? Sie haben uns die heilige Kammerkarte gebracht. Wenn sie dafür keinen besonderen Platz in der Familie verdient haben, weiß ich auch nicht. Aber nun muss ich kurz noch etwas Ernstes ansprechen. Ihr alle habt mich akzeptiert, auch wenn ich nicht als Banditin geboren wurde. Meine ersten Worte waren nicht... Blutfede oder Brustkorbknacker. Trotzdem sind wir alle eine Familie und Familien halten zusammen. Die Party beginnt nach ein paar Worten an meine Anhänger. Bleibt blutrünstig! Jo! Ja, also die Story finde ich ein bisschen 50-50. Ich bin ein bisschen gespalten. Irgendwie ist sie cool. Aber irgendwie sind die Charaktere... 55, du Süßer! Troy und ich haben die Shirts bekommen, die du uns geschickt hast. Wir schicken dir ein Foto, wie wir sie tragen. Glaub doch, wie wir Leuchten weggeräumt wurden. Ja, auf der einen Seite mag ich es, auf der anderen Seite ist es so zu klischeehaft, weißt du? Mhm. So Streamer, die total, ja. Das weißt du, was unser neues Programm ist, ja? Wir werden einen Kult gründen und die Welt erobern. Machst du mit? Ja klar, eben gerade ist deine Voice, du bist nicht. Wieso bin ich gestorben? Bin ich runtergehüpft? Ja, du bist da drüben runtergehüpft. Dann, ich bin eigentlich, dann hat das irgendwie die Verbindung geleckt, weil ich wollte hier dran gehen. Ich bin, ja, weil ich bin gestorben, wie ich hier gestanden habe am oh, Feinde. Oh, die Granate hat gesessen. So, wir haben 30 Minuten gleich. Das ist doch gut, da haben wir schon mal die Hälfte. Ein glückliches Leben. Ein passender Tod. Ausschwärmen! Ach so, nutzt du eigentlich deine Special-Attacke mit Q oder F? Nö. Du hast doch nur Drohne gehabt, oder? Ja. Ja, mit Q oder F hast du die aktiviert, glaube ich. Gut.
Ja, mit F passiert aber. Genau. Die kämpft dann für dich mit. Ich hab ewig keinen Shooter mehr gezockt. Sieht aus, wollen wir einen Cut machen und nur eine halbe Stunde, keine Stunde? Dann mach du kurz Pause und wieder, ich mach, ja, warum? Hatten wir echt nur eine halbe Stunde? Wir hatten eine Stunde, mein Bester. Nee. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, schon wieder ein Cut. Lass mal eine Stunde machen, oder? Die Leute gucken vielleicht 10 Minuten maximal. Nein. Alles, was nach 10 Minuten ist, wird nicht mehr. Glaubst du das? Bei einer Stunde? Schon gar nicht. Okay. Machen wir wieder eine Stunde und hören jetzt auch auf. Und am Samstag fangen wir weiter. Also, wie gesagt, aber ein Hinweis: Wir fangen dann unten, wo wir wieder an, wo wir eben gespeichert haben, sozusagen. Ne? Da müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen. Aber gut. Okay. Das war Markus von Mobile Nerd Games und von meiner Seite geht's wieder an Jörg rüber. Jörg? Noch einer. Falsche Richtung. Da ist die Jörg. Ja, genau. Da bist du. Ja, das war's mit dem Talk hier an dieser Stelle. Wir freuen uns beide gemeinsam über jeden Kommentar, über jeden Abo. Daumen hoch und ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, und vor allem die Klingel nicht vergessen. Lingelingeling, dann verpasst ihr keine Folge, wenn wir was hochladen. Genau, die Glocke. Genau. Alles klar. Bis dann, Jungs. Ciao, ciao. Jo, macht's gut. Tschüssi.